Nele ist die Trans. Das bedeutet, sie wollte einen männlichen Körper haben. Ich lag am Boden, ich habe geheult und wollte einfach nur aus meinem Körper raus. Hat dafür eine Geschlechtsangleichung gemacht. Und ich war halt einfach total glücklich und erleichtert. Und dann gemerkt, das ist irgendwie doch nicht das Richtige. Mittlerweile sage ich auch, ich war psychisch damals eigentlich nicht in der Lage, eine solche Entscheidung zu treffen. Sie lebte als Nele, dann hieß sie Peer. Also das war halt praktisch dann der vollendete Peer. Und jetzt ist sie wieder Nele. Was ist da passiert? Hallo. Hallo, hier ist Lisa. Einmal ganz nach oben. Achtung, in diesem Film thematisieren wir Depressionen und Essstörungen. Wenn es euch damit nicht gut geht, guckt euch das Video nicht an. Hi, Lisa. Danke. Nele, wie hat das denn alles angefangen? Ich habe eigentlich mich ziemlich unwohl gefühlt zur Zeit. Ich war damals 19 Jahre alt. Das war ich jetzt sozusagen zu der Zeit meines Abiturs. Und ich habe viel heimlich geweint und habe mich immer gefragt, ja, aber woher kommt das denn? Eigentlich ist ja in meinem Leben alles perfekt. Also eigentlich habe ich in der Schule gute Noten und ich bin beliebt und habe viele Freunde. Wie ist das dann weitergegangen? Das bin ich dann im Studium, da bin ich ausgezogen, bin ich nach Düsseldorf fürs Designstudium gezogen. Da ging meine Essstörung eigentlich so los. Also, dass ich ziemlich wenig gegessen habe, Kalorien gezählt habe, unbedingt abnehmen wollte. Ich habe auch oft einfach, ich lag am Boden, ich habe geheult und wollte einfach nur aus meinem Körper raus. Also ich habe mich echt gefühlt, so als ob ich in diesem Körper drin stecke, aber da nicht, einfach nicht reingehöre, das ist einfach nicht mein Körper. Was waren so die Körperstellen, wo du gesagt hast, also das ging für mich gar nicht, das wollte ich alles loswerden? Eigentlich alles bis auf meine Arme oder meinen Kopf vielleicht, also meine Brüste ganz besonders. Und ich habe dann auch angefangen, meine Brüste abzubinden. Und woher kam dann diese Idee, es liegt daran, dass ich trans bin? Das klingt ja so doof aus dem Internet. Nein, also so einfach war es dann nicht. Aber ich habe tatsächlich recherchiert, wie kann ich meine Brüste loswerden. Und dann kam ich auf das Thema. Und dann irgendwann kam halt für mich, je mehr ich darüber recherchiert habe, kam halt für mich irgendwann dann aber auch der Entschluss, ja, ich hasse meinen Körper auch und ich hasse es, eine Frau zu sein. Mir geht es genauso wie den anderen Transmenschen, also bin ich vermutlich auch trans. Warum wolltest du lieber ein Junge sein? Ich denke, ich hatte sehr, sehr viele negative Assoziationen mit dem Frausein. Schon sehr, sehr früh fing das an, dass Männer auf der Straße mich belästigt haben, mir Kommentare zugerufen haben, mich angegrapscht haben. Also das ist tatsächlich auch einer der Gründe, warum ich es so sehr gehasst habe, als Frau gesehen zu werden. Also es ist tatsächlich, es wäre so schön einfach eine Antwort zu geben, ach, das ist der eine Grund, warum ich jetzt transitionieren wollte, aber es ist tatsächlich, sind viele, viele kleine Gründe. Auch in meiner Familie ist so dieses Bild von Mann und Frau sehr klar getrennt. Wie sehen Frauen aus, wie sehen Männer aus? Und das habe ich sehr früh internalisiert. Also ich glaube, es ist jetzt nicht nur, sag ich mal, Gesellschaft, sondern natürlich kommen ganz, ganz viele andere Faktoren dazu. Zum Beispiel auch meine Essstörung, die kommt ja auch nicht nur dadurch, dass überall nur Poster von dünnen Frauen sind. Als Frau habe ich mich halt einfach als dumm, zu dick, zu laut und nicht lustig wahrgenommen. Ich hatte halt das Gefühl, ich kann viel mehr ich sein, wenn ich ein Mann bin. Dann werde ich auch als Person wahrgenommen und nicht nur als irgendwie die Hübsche an der Seite. Dann irgendwann habe ich halt gesagt, okay, ich mache das jetzt. Ich bin Transgender, ich oute mich als Transgender und ich mache die Transition. Eine Transition ist eine Geschlechtsangleichung. Nele wollte einen männlichen Körper und einen männlichen Namen. Deshalb ging sie zu einem Therapeuten. Also ich habe Videotagebuch geführt. Hört man da auch deine alte Stimme? Genau. Heute ist der 10. Februar und ich hatte mein Erstgespräch bei einem Therapeuten. Ich denke, er hat da auch sehr, sehr gute Erfahrungen und ich meine, er hat sehr viele Transpatienten, er hat sehr viel erzählt, also er hat schon recht viel auch selbst geredet, ich habe gar nicht so viel geredet. Wie ist das für dich, dir das heute anzugucken? Also tatsächlich ziemlich schwer. Ich bin wirklich traurig, dass ich meine Stimme verloren habe. Denn durch ihre Therapie kam sie an ein Rezept für das Sexualhormon Testosteron. Ihre Stimme wurde tief. Das kann Nele nicht mehr rückgängig machen und auch sonst änderte sich viel. Das ist dann, ich würde sagen, so ungefähr 3 Monate auf Testosteron. Ach krass, okay. Auch dein Gesicht hat sich dann verändert, ne? Genau, das Gesicht wird markanter und ich habe mehr Muskelmasse bekommen.
Ich habe mehr Behaarung bekommen, meine Hüften sind verschwunden sozusagen oder halt sehr schmal geworden. Eine Veränderung, über die viele nicht sprechen, die Klitoris, die wächst, also die ist bei mir sehr groß geworden. Und das ist auch so tatsächlich eine der ersten Veränderungen, das passiert nach einer Woche direkt schon, war das bei mir der Fall. Nele plante ihre geschlechtsangleichende OP und ihre Namensänderung und dafür brauchte sie mehrere psychologische und ärztliche Gutachten. Das ist eines der Gutachten. Und das sind dann hier zu Beginn auch die drei Fragen, die positiv beantwortet werden müssen. Ist mit hoher Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass sich das Zugehörigkeitsempfinden der betroffenen Person zum anderen Geschlecht nicht mehr ändern wird? Das ist ja eigentlich die Knackfrage. Ja. Aber wie soll man das beantworten? Das sind ja keine, man kann ja die Zukunft nicht sehen. Hier drücken sich in Depressionen und Suizidgedanken aus. Ein Hassgefühl gegenüber dem Körper sei mit Selbstverletzungen beantwortet worden. Ein aufkommendes Interesse an Frauen wurde unterdrückt. Also eigentlich steht hier ja schon alles drin, was du mir auch erzählt hast. Ja. Also du hast ja offensichtlich alles, was du mir eben erzählt hast, genau. Auch dem Therapeuten. Ich war also wie gesagt komplett offen. Ich habe die Wahrheit gesagt. Also ich habe die jetzt nicht irgendwie belogen und beschummelt, dass sie mir ein gutes Gutachten geben. Mittlerweile sage ich auch, ich war psychisch damals eigentlich nicht in der Lage, eine solche Entscheidung zu treffen. Und ich finde, das hätte man eigentlich erkennen müssen. Ich war selbstverletzend, suizidal. Und in einer solchen Situation denke ich nicht, dass man Entscheidungen treffen sollte, die den Körper irreversibel verändern. Der Vorname der Antragstellerin wird geändert in den Vornamen Per. Es wird festgestellt, dass die Antragstellerin dem männlichen Geschlecht als zugehörig anzusehen ist. Amtsgericht Düsseldorf, Beschluss. Okay, also seit dem 13. Februar 2018 heißt du offiziell Per. Genau. Also ich habe Ratenzahlungen genehmigt bekommen und ich bin immer noch dabei, meine Vornamen-Personenstandsänderung zu bezahlen. 1.500 Euro. Okay, also du zahlst quasi gerade immer noch ab für deinen Vornamen Peer. Genau. Den du gar nicht mehr benutzt. Genau. Peer wäre übrigens der Name gewesen, den Neles Mutter ihr gegeben hätte, wenn sie ein Junge geworden wäre. Aha, hier sind auch deine OP-Unterlagen. Genau, das war das Aufklärungsgespräch mit den Risiken der Mastektomie. Wir fahren ja auch gleich noch zur Klinik. Mhm. Warst du da nochmal seitdem? Das letzte Mal war zur Nachkontrolle. Das war ein paar Wochen nach der OP, also seitdem nicht mehr. Die Probandin trage in Außensituationen durchgehend einen Packer, Suggestion von Penis und Toden. Hast du den noch? Ja. Kann ich den mal sehen? Ja, kann ich herholen. Kleiner Silikonpenis. Ich habe den halt eine Weile, habe ich mich damit ganz wohl gefühlt. Und ich hatte halt auch Angst, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie so eine Hose trage, dass jemand sagt, hey, du bist ja eine Frau, du hast ja gar keine Beule in der Hose oder so. Das ist ein bisschen eklig, finde ich, wenn ich so sein. Jetzt findest du es eklig? Ja, aber vorher noch, weil der alt ist und halt auch so aussieht. Aber du hast ihn ja trotzdem aufgehoben, also er scheint dir irgendwas zu bedeuten. Nee, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie ich den wegwerfen soll. Also in welchen Müll der gehört. So, hier um die Ecke ist jetzt die Klinik, in der du damals deine Geschlechtsangleichung hattest. Mit welchem Gefühl bist du da damals hingegangen? Ich war super, super aufgeregt und nervös. Aber ich habe mich auch sehr gefreut. Also es war das Gebäude da hinten, da sieht man auch so ein bisschen vielleicht die Glasfront. Da ist der Haupteingang zur chirurgischen Abteilung. Gab es da irgendwas in dir, irgendwelche Zweifel an der ganzen Situation? Nee, also an dem Zeitpunkt hatte ich gar keine Zweifel mehr. Ich war mir zu 150% sicher. Was war das denn genau für eine Operation? Eine Mastektomie. Und das ist die Entfernung des Brustgewebes und dazu gleichzeitig auch noch eine Angleichung an die männliche Brust. Also das habe ich aufgenommen direkt nach der Operation. Genau, das war tatsächlich genau der Moment, wo die den Verband abgenommen haben und ich war halt einfach total glücklich und erleichtert. Alles, was ich in meinem Körper gehasst habe, war weg. Ich habe den Hass halt nicht überwunden, sondern ich habe halt das, was ich gehasst habe, aus dem Weg geschafft. Und so sah Nele bzw. Peer dann aus.
krass. Das war quasi Peer, wie man ihn kannte. Genau. Also das war halt praktisch dann der vollendete Peer. Hast du noch weitere geschlechtsangleichende OPs gemacht, wenn ich das so fragen darf? Ja, kannst du immer so fragen. Ich habe keine weiteren gemacht. Also wenn es um meine Genitalien geht, ich hatte eine Zeit, in der ich mich jetzt nicht super wohl gefühlt habe. Und dann habe ich halt irgendwann meine Freundin kennengelernt und das erste Mal halt auch, ich sag mal, Sexualität erfahren, die nicht mit Männern war. Und dadurch habe ich dann halt auch eigentlich erst so meine Vulva lieben gelernt und habe dann auch schnell bemerkt, dass eine Operation niemals in Frage käme für mich. Neles Freundin Ellie will ich gleich auch noch kennenlernen, aber erstmal interessiert mich noch was anderes. Hast du jemals Reue empfunden darüber, dass du deine Brüste hast wegmachen lassen? Nee. Also ich habe Angst, dass es eventuell irgendwann kommt, dass ich irgendwann diesen Punkt überwinde, wo ich diesen Hass gegenüber meinen Brüsten habe und dass es dann plötzlich irgendwie passiert, aber ich weiß es nicht. Also ich weiß, dass wenn ich jetzt mit meinem jetzigen Wissen nochmal in der Situation wäre, mich zu entscheiden, möchte ich diese Operation oder nicht, dann würde ich mich dagegen entscheiden. Es gibt aber ja schon auch viele Menschen, die so eine Geschlechtsangleichung gemacht haben und denen es danach einfach sehr gut ergangen ist und immer noch geht und die einfach zufrieden sind. Ja. Findest du, das wird durch deinen Fall in Frage gestellt? Nein. Ich finde, durch meinen Fall wird eher in Frage gestellt, ob das für alle die richtige Lösung ist. Also ich habe auch immer noch viele, ich habe viele Freunde, die transgender sind und die auch total glücklich sind. Und meine Existenz macht deren Glücklichsein ja nicht kaputt. Ich habe auch mal online gesucht, was es so an Studien und so weiter zu diesem Thema gibt. Und es ist tatsächlich sehr schwierig, da überhaupt was zuzufinden. Es gibt auch einige Wissenschaftlerinnen, die sagen, dass es da noch erhöhten Forschungsbedarf gibt. Unter anderem auch der Deutsche Ethikrat sagt, dass hier noch Empirie fehlt zu den Folgen, die Geschlechtsangleichungen haben. In Neles Fall lief auf jeden Fall alles anders, als sie es gedacht hätte. Und das hängt stark mit der Beziehung zu ihrer Freundin Ellie zusammen, die ich jetzt kennenlernen will. Coco. Hey, nice to meet you. Ellie kommt aus Belgien. Sie versteht Deutsch, spricht aber besser Englisch und Nele ist seit 2 Jahren mit ihr zusammen. Auch Ellie ist die Trans. Kennengelernt haben sich die beiden auf einer Online-Plattform. Wusstet ihr vorher schon voneinander, dass ihr trans seid? Yes. Also das haben wir auf der Plattform so öffentlich gezeigt. Was war der Moment, in dem du dann gemerkt hast, vielleicht bin ich nicht mehr trans? Also Ellie und ich haben uns halt sehr, sehr viel zusammen darüber ausgetauscht. Ellie hat halt selbst angefangen, das zu reflektieren, also ihre Transidentität. Well, at the beginning it was because of health reasons that I wanted to stop taking testosterone. I had some issues because of testosterone and I wanted to try to go without it. Ellie bekam durch das Testosteron Schmerzen im Vaginalbereich. Sie nahm dagegen weitere Sexualhormone, Östrogene. Aber es wurde nicht besser. So I was very scared of stopping testosterone and of having my body changing again. So it was kind of a challenge that I wanted to try and see how I would feel. And then I slowly realized that I could deal with my dysphoria the way I didn't think I could. And it didn't really make sense to me anymore to be trans and to identify as a man. So I remember that we were talking a lot about all this. Also da habe ich natürlich dann auch angefangen zu fragen, also mich selber zu fragen, wie ist das denn eigentlich bei mir? Warum bin ich transgender? Und als ich dann verstanden habe, so ein bisschen, woher das überhaupt kam, war für mich es keine Lösung mehr, als Mann zu leben, sondern stattdessen, anstatt vor den Problemen wegzurennen, mich dem zu stellen und dann zu sagen, jetzt möchte ich als Frau leben, um halt auch zu verarbeiten, wovor ich eigentlich weggerannt bin. Weggerannt ist sie, so sieht sie das heute, vor dem Hass auf ihrem eigenen Körper. Sie setzte das Testosteron ab und suchte sich eine neue Therapeutin, um darüber zu sprechen.
Also du musstest ja dann allen Leuten sagen, ich bin jetzt nicht mehr jetzt bin ich selber durcheinander gekommen. Du musstest dann allen Leuten sagen, den du mühsam erklärt hattest, dass sie dich bitte Per nennen sollen, dass du jetzt doch wieder Nele bist. Wie war das? Ich habe das halt den Leuten erklärt, denen ich nahestehe. Und für die, das war ja ein Prozess. Ich habe das ja nicht über Nacht beschlossen, sondern ich habe halt langsam darüber nachgedacht und habe das dann diesen Prozess mit den Freunden und halt auch zusammen gemacht und habe halt auch gesagt, ja, jetzt gerade überlege ich so ein bisschen, vielleicht höre ich mit den Hormonen auf und das habe ich auch meiner Familie erzählt und dann irgendwann kam das dann so schrittweise. Um aufzuklären, haben Nele und Ellie das Projekt Post Trends gegründet. Sie sammeln Geschichten von Menschen, denen es so ergangen ist wie ihnen. Warum ist dir das wichtig? Warum machst du das? Mir ist es wichtig, etwas zu tun und Sichtbarkeit zu geben. Und es ist halt, ich sag mal, auch sehr schön, was wir so manchmal zurückbekommen. Also das Feedback, was wir bekommen von Leuten, die sagen, danke, dass ihr es macht, weil ich fühle mich endlich weniger alleine. Es ist sehr schön, dass wir das irgendwie so geben können, dass wir so ein bisschen so eine Community so auch schaffen können. Ja, krass. Also ich tue mich normalerweise nicht so schwer damit, gerade Sätze zu formulieren. Aber die Geschichte, die haut mich irgendwie immer noch ein bisschen weg. Und mir fällt es richtig schwer, daraus jetzt ein Fazit zu ziehen. Weil, also ich glaube, ich habe verstanden, was passiert ist, aber warum das passiert ist. Auf die Frage gibt es einfach so viele unterschiedliche Antworten, dass ich daraus an der Stelle jetzt keinen endgültigen Schluss ziehen kann. Habt ihr noch Fragen zu Neles Geschichte? Dann schreibt uns die doch einfach hier unten in die Kommentare. Und wenn euch der Film gefallen hat, dann abonniert uns doch hier und auf Snapchat. Und mein Kollege Frank von der Frage, der hat sich hier gefragt, wie ist es, trans zu sein? Und dafür Marie begleitet. Schaut doch da mal rein.